darum, nicht aufzuhören und sich den Mut zu bewahren. Die Idee der duften Kumpel, die kam mir zuerst in der Stillzeit und in den intensiven ersten 3 Monaten nach der Geburt, weil ich ein sehr unruhiges Kind hatte. Im Zuge der Überlegungen, wie ich ihm helfen kann, sich zu zentrieren und zu erden. Die größten Herausforderungen sind, am Ball zu bleiben, gerade wenn es irgendwie Phasen gibt der Unsicherheit oder Phasen, in denen man selber nicht mehr so überzeugt ist von seiner Idee. Mir ist es sehr wichtig, selbstständig zu sein und selbstständig zu arbeiten, weil es für mich bedeutet, dass ich meine Zeit viel flexibler und freier einteilen kann und dass ich Zeit für Familie habe oder Zeit für eine intensive kreative Phase und dass man sozusagen beides unter einen Hut bringen kann. Das finde ich ziemlich wichtig und das macht mir viel Spaß.